interessant, finde ich. Ganz neue Technologie, wo wir eigentlich noch wissenschaftlich nicht alles wissen, aber das scheint zu funktionieren. Ich habe auch Tests gemacht, allerdings nicht mit Aerodynamik, sondern wirklich mit Schwingungstechnik. Untersucht, ob das an dynamischer Steifigkeit und Dämpfung eine Wirkung hat. Und um das festzustellen, habe ich einen Motorrad gemessen mit so einem Single Grid Frame. Der Effekt bei den Rahmen ist folgendes, da er unten offen ist, wenn wir einen Einzylindermotor bauen, der tendiert in vertikale Richtung zu schwingen. Ein Einzylindermotor. Aber hier haben wir einen Zweizylinder, der tendiert den Schwanz zur Seite zu schwenken. Genau wie drei Zylinder auch. Und aus dem Grund habe ich probiert, ob ich da irgendwie durch Rahmen Steifigkeit ändere. Irgendwas ändern kann, an dem Motor bewegen. Das sind die Schwachpunkte in so einem Rahmen. Und ich habe solche Stellen ausgesucht, wo ich diese Chips angeklebt habe. Da muss man natürlich wissen, welche Stärke und an welche Stelle muss man die Chips ankleben. Daher haben wir natürlich eine Betriebsanalyse durchgeführt mit mehreren Sensoren, sodass ich sehe, wie dieser Rahmen schwingt, was der Schwingform, wo sind die schwächeren Stellen, was muss ich da machen, das muss man natürlich. Und hier ist eigentlich kurz gefasst die Resultat. Selbe Rahmen, selbe Material, selbe Motor. Hier sind die Beschleunigungen auf Frequenz aufgezogen. Von dem Motor, wie der Motor sich bewegt und den Rahmen. Die schwarze Linie ist dieser Originalzustand und die rote Linie ist gechippter Zustand. Und wir sehen hier, dass genau in diesem, sage ich mal, die Dauerfestigkeitsbereich und wo diese Schwingungen meisterisch sich wirken, haben wir eine erhebliche Verbesserung erzielt. Einfach mit einem Schlag. Ich konnte leider nur einmal das probieren. Ich werde das, wenn ich nach China zurückfahre, werde ich das bisschen vertiefen. Aber Sie sehen hier auch, dass durch Chippen vom Stahlrahmen eine erhebliche Änderung erzielt wurde. Hier könnte man auch vorstellen, dass man anstatt von Chips kleben, könnte man natürlich den Chip als Pulver in zum Beispiel in Farbe einmachen oder sogar in Metall einbringen. Also, Dankeschön.